So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Das letzte Mal sind wir hier auf dem Maschinendeck angekommen und ja, haben hier noch nicht so viel erreicht. Wir sind mit diesem komischen Teil gefahren und dann hier angekommen und haben ziemlich viele Nekromorphen auf einmal getroffen, aber naja, wir wollen mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Schema Ripper. Ah, der Ripper ist interessant. Schema erhalten, Download im Shop, ja. Und haben wir hier, da brauche ich Chinese. RIP. Tanksequenz aktiviert. Na dann. Was bedeutet das jetzt im Detail? Also auf jeden Fall bewegt sich da was. Ich warte einfach mal, das steht ja im Betrieb, jetzt nicht mehr. Tanken beendet. Na dann. Ich nehme einfach mal an, dass ich wieder zurück muss. Und ich nehme mir dann mal hier so ein Freundchen mit. Hep. Wer weiß, was er bringt. Oder er. Ja, der Tank. Doch, doch. Ich kann er sagen. Nicht es. Er. Ah! Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah, warum das denn? Das liegt wahrscheinlich an der Zeit. Es ist jetzt gerade... Wie viel Uhr ist es? Es ist 20 vor 12. Naja, so spät ist das ja noch gar nicht. Aber, naja. Immerhin nachts. Boah. Ich habe mich irgendwie so innerlich total erschrocken, vor allen Dingen. Vor dem jetzt nicht so. Bam, bam, bam. Ah. Können nicht normale kommen? Die sind nervig. Die sind klein und hässlich. Bam, bam. Und die können schießen, okay. Hep, hep. Und die sterben irgendwie auch nicht, ne? So, doch jetzt. Gut. Impulsprojektile brauche ich eigentlich gar nicht. Egal. Düp-düdü. Someone expects you home tomorrow. Naja. Geht so. Ich lade mal nach. Hier liegt ein etwas ramponierter Kerl. Ach, da habe ich doch wieder so eine Explosionsdingens gesehen. Nehme ich lieber mit. Obwohl, hier ist auch noch... Okay. Okay. Was man alles nicht findet. Oder was man nicht alles findet. Was man nicht alles finden. Warte mal. Was man alles nicht findet, würde ja heißen, dass ich es nicht gefunden habe. Das wäre ja Schwachsinn. Gut. Aber mich würde mal echt interessieren, was denn da jetzt aufgetankt wurde. Aber offenbar muss ich zurück, weil hier nicht wirklich was ist. Brennstoffflammenwerfer, nö, den lasse ich mal getrost liegen. Dich nehme ich wieder mit. Sicher ist sicher. Und dann fahre ich mal zurück. Wahrscheinlich wird schon längst gesagt, dass was aufgetankt wird, aber ich habe es vergessen, weil die letzte Folge jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her ist. Aber ich lasse mich überraschen. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Nekromorph, den habe ich gesehen. Brauche ich gar nicht verstecken. Na los. Was ist denn jetzt passiert? Das war irgendwie ein Leck. Und jetzt ist auch irgendwie meine Kapsel weg, egal. Soll ich dem jetzt folgen? Mache ich einfach mal. Ich glaube, hier konnte ich vorher noch nicht lang. Hier war vorher eine Sackgasse. Ah, hier haben wir noch so ein Tankteil. Okay. Vielleicht habe ich das auch einfach übersehen. Kann ich mir auch vorstellen. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Okay. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Sehr gut. Treibstoffanzeige. Sie zeigt mal ein Schiff lang, vielleicht um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Warte doch. Falsche
Radioalarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Naja, wird schon paranoid hier, der Gute. Bam. Bam. Droppt nochmal was. Nee, hat er keinen Bock drauf. Schade. Achso, hat er schon. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, ich benutze mal ein Medipack. So. Was haben wir denn hier? Ein Medipack. Sehr gut. Öffnen. Sehr gut. Warum sehr gut? Keine Ahnung. Sehr schön, wollte ich eigentlich sagen. Ach nee. Ach nee. Oh. Warum? Ich mag die nicht. Ich gehe erstmal hier weiter. Plasma-Energie, wunderbar. Und dann stellen wir uns dem komischen Teil, aber nicht mit dem Plasma-Cutter, sondern mit der Plasma-Kanone. Die können wir auch mal ein bisschen mehr Kapazität haben, oder? Bam. Ja, wie? Stirb doch. Stirb, hab ich... Hallo? Moment, 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 Moment. Krieg ich hin, krieg ich hin. Nee, krieg ich nicht wirklich hin. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm. Genau, bring ihn um, bring ihn um. Bring ihn einfach mal um. Genau, sehr gut, Isaac. Kamera. Jetzt stirb dran. Mann. Okay. Das war jetzt... Was passiert da, hä? Was ist das denn? Ja, genau. Raste mal aus. Geil. Okay, das war jetzt nicht so glorreich. Aber egal, wir haben überlebt. Das ist das Mindeste. Ey. Warum trittst du ihn nicht? Und warum hört dieser Scheißarm nicht auf, sich zu bewegen? Bah. Gut. Heilen. Heilen. Und vollgeheilt. Sehr schön. Boah, da kriegst du ja Anfälle bei. Oh. Ah. Scheiße. Gut, ein Shop. Und ich höre es immer noch. Boah. Heruntergeladenes Schema, Ripper. Ja, ich überlege, will ich den haben? 8000 kostet der nur. Ich glaube, der war nicht schlecht. Also... ich war noch nie so weit, dass ich den gehabt hätte. Also ich, das hier ist jetzt der Blind-Teil, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Aber ich denke, das hat man bemerkt. Aber ich habe den in einem Dead Space 2 Let's Play gesehen. Und ich meine, der war gut. Ich kaufe den jetzt. Komm. So. Dann Inventar. Ich sollte nicht mehr allzu viele Medipacks haben. Nee, ich habe sogar gar keine mehr. Dann kaufe ich mir jetzt Medipacks. Und zwar kann ich nur kleine kaufen. Ja, ich kann nur klein kaufen. So. Ich kaufe einfach mal 4. Und wie sieht's mit der Plasma? Ja, komm. Habe ich zwar kein Geld mehr, aber ich kaufe mir nochmal Plasma-Energie. Damit sollte ich dann wieder bedient sein. Und es laggt. Warum laggt es? Keine Ahnung. Hm, ja. Sieht ganz solide aus. Auf zu laggen. So. Ja, man muss nur einmal sagen und dann hört mein Computer schon auf mich. Hm, bisschen früh zum Schluss machen, aber natürlich speichere ich. Boah, dieser bescheuerte Arm, ne? Hörst du jetzt bitte mal auf damit. Der bringt das ganze Spiel zum Ausrasten hier. Sag ich euch. Nur wegen diesem Arm. Oh. Fängst du dich jetzt wieder? Na, irgendwie... Muss ich da lang? Ja. Ah, das war Ripper-Munition. Es leckt. Ganz eindeutig. Jetzt leckt's nicht mehr. Lag das echt an dem Arm? Nee, es laggt immer noch ein bisschen. Hm. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Hm,
wartet mal. So. Scheint wieder flüssig zu laufen. Ja, wunderbar. Was so ein einfacher Aufnahme-Neustart einfach mal bringen kann. Was haben wir hier? Luftkanister klein. Brauche ich den? Ich habe nur noch einen Inventarplatz. Nehme ich erstmal nicht mit. Medipack. Was haben wir hier zu bieten? Audio-Log. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Ja, sieh mal nach. Nee, aber es laggt immer noch. Na gut, dann muss ich mal in der Konfiguration was nachgucken. Bis gleich. So, jetzt geht's wieder. Hoffe ich. Aber sieht gut aus. Da will ich, glaube ich, noch nicht rein. Ah, da ist eine Bank. Sehr gut. Und da haben wir einen Schrank. Bank und Schrank. Plasma-Energie. Ah. Strahlenmunition. Und die Bench. Ich gucke jetzt, glaube ich, echt mal, ob ich bei der Strahlenkanone die Dings verbessern kann. Kapazität, ja, könnte ich tatsächlich auf 5. Auf 5, okay. Was kann ich denn noch so machen? Hier kann ich relativ wenig machen. Das ist relativ unsinnig. Hier kann ich auch im Moment nichts machen. Und beim Ripper könnte ich den Schaden erhöhen. Aber na, ich glaube, ich mache das mal. Ja. Komm. Auf 6 Punkte erhöht. Ich weiß jetzt nicht, was im Detail, was das im Detail heißt. Weil ich glaube, die hatte nur... Ah ne, die hat jetzt 6. Okay. Ich dachte, die hatte vorher 3, aber dann hatte die 5. Aber es denke ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich nehme die jetzt auch einfach mal. Obwohl, ich könnte auch den Ripper mal nehmen. Wie funktioniert der denn? Okay, jetzt habe ich so einen Teil. Ich werde es dann sehen. Obwohl, der Raum sieht mir nicht so aus, als würde ich hier eine Waffe ausprobieren wollen. Kontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Mhm. Sicherlich. Und das laggt immer noch, Mann. Nervig. Das laggt übel. So. Jetzt fängt es sich wieder. Okay. Sehr kurios. Aha. Ich habe nur drauf gewartet. Schieß doch! Bist du dumm? Ich hämmer auf die linke Maustaste und der macht nichts. Das ist der nächste. So, aber die erhöhte Kapazität gefällt mir jetzt eigentlich schon. Wo? Da, okay. Das war total vergeben, der Schuss. Er lad doch nach. Ich dachte, er wäre schon längst fertig, aber er hat noch gar nichts gemacht. Auch gut. So. Ich nehme mal wieder Plasma-Cutter. Okay, wir sind hier eventuell fertig, keine Ahnung. Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Heißt ja nichts, aber könnte jetzt vorbei sein. Und sieht auch so aus. Und wir sind über 15 Minuten. Ich wäre mal für einen Speicherpunkt. Bleib. Speicherpunkt. Das klingt nicht nach Speicherpunkt. Das sieht auch nicht so aus. War ich hier nicht schon mal? Moment. Hier war ich doch schon mal.
Nehme ich. Das nehme ich nicht da. Ja, wenn ich jetzt hier aufhöre, müsste ich noch eine Folge machen. Darauf habe ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so Bock. Ah, ich gehe einfach mal weiter. Oder, Moment, wo muss ich überhaupt lang? Okay, das ist richtig. Ah, haha, sehr gut. Passt doch alles. So. Speichern. Obwohl, warte, nee, das ist der falsche Quatsch. So, hier speichern. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken beim nächsten Mal da weiter im Zugang zur Zentrifuge bei Dead Space. Ciao.